der siebten Stunde der Berichterstattung aus den Herrenhäuser Gärten. Dann sind wir ein bisschen mehr geworden. Bei mir weiterhin Professor Thomas Jäger, der den ganzen Tag schon bei mir war. Aber neu zu Gast Professor Fröhlich. Ganz herzlich willkommen auch an Sie. Und wenn Sie jetzt diesen Tag einmal Revue passieren lassen, wenn Sie daran denken, diese TTIP-Verhandlungen gestern, eine Demonstration in Hannover, heute ja, der Appell des Präsidenten und der amerikanischen Handelsministerin für TTIP. Wie würden Sie diesen Tag in dieser Gesamtdiskussion TTIP bewerten? Na, ich würde ihn erstmal so bewerten, wie man ihn erwarten durfte und wie man ihn vermuten musste. Es ist völlig klar, dass am Rande, und das hatte sich ja angekündigt und abgezeichnet, dass natürlich Demonstrationen geben würde und dass es den Protest geben wird. Den beobachten wir schon seit einiger Zeit, seitdem das Abkommen oder dieses mögliche Abkommen verhandelt wird, nämlich seit 2013. Und wir wissen, dass gerade in der Bundesrepublik die Stimmung besonders kritisch ist im Vergleich zu den meisten, übrigens der Mehrheit der europäischen Mitgliedstaaten. Und wir wüssten auch, dass der Präsident hier mit einem sehr starken Appell eben an die Europäer und an die Amerikaner selbst auftreten würde, um das, was ihm an Zeit noch verbleibt, in seiner Amtszeit auf den Weg zu bringen, was eben in der Tat gerade jetzt gegen Ende der Amtszeit zunehmend wichtiger ist und scheint. Das war ja nicht immer so. Am Anfang hat man ja gedacht, als dieser Präsident angetreten ist, er ist nicht unbedingt einer der exponiertesten Freihandels, ich würde mal sagen, Befürworter, wie die Demokraten ja ohnehin eher in dieser Richtung oder in diesem Fall etwas skeptischer sind. Das ist er längst nicht mehr und es war zu erwarten, dass er diesen Appell an die Amerikaner gleichermaßen wie an die Europäer richten würde. Und insbesondere hier natürlich in der Bundesrepublik ist besonders wichtig, ist, diesen Appell auszusenden. Und das hat er getan, sehr kraftvoll, und die Bundeskanzlerin auch. Professor Jäger, wie stehen denn die Chancen, dass das faire Verhandlungen werden, in denen auch wirklich alle Sorgen, die geäußert wurden, zur Sprache kommen? Naja, fair sind Verhandlungen auf internationalem Parkett erstmal nicht, sondern sie sind so, wie die Kräfte, die hier miteinander ringen, und das, was man einbringen kann, derjenige, der einen Zeitplan etwa bestimmen kann, der mehr Druck ausüben kann, der wird seine Interessen besser durchsetzen. Und deswegen ist eine Kalkulation, die man jetzt anstellen kann, wie wichtig ist es der amerikanischen Seite, das wirklich bis zum Jahresende durchzubekommen, sehen möglicherweise in den Vereinigten Staaten gesellschaftliche Gruppen das Problem, dass der nächste Präsident ganz anders entscheiden könnte, und wollen das jetzt noch in jedem Fall. Das könnte die europäische Position verbessern, wenn man dieser Kalkulation nachgeht. Das muss man dann eben im Detail analysieren und muss das bewerten, wie sich die Positionen jetzt eben auch ändern, wenn Zeitdruck entsteht. Denn in den Vereinigten Staaten dreht sich der Wind momentan. Die politische Stimmung geht gegen Freihandel. Und die Argumente, die wir am Ende von der Bundeskanzlerin gehört haben, dass nämlich mit TTIP wesentlich auch darüber entschieden wird, wie Globalisierung gestaltet wird, oder anders gesagt, wie die Ordnungspolitik der Weltwirtschaft aussieht. Das gilt auch für die Vereinigten Staaten. Wenn die Vereinigten Staaten ihre dominante Stellung behalten wollen, wenn sie den Dollar so stark behalten wollen, wenn sie nach Europa und in den Pazifik hinein ihren Einfluss geltend machen wollen, dann brauchen sie diese beiden Freihandelsabkommen. Und das könnte für die Europäer eine angenehmere Verhandlungsposition ergeben. Also durchaus auch von europäischer, von deutscher Seite kommt gerade an diesem Tag zum Beginn der Hannover Messe massiv Druck, da voranzukommen. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Ulrich Grillo, hat gesagt, wir stehen heute mitten in einer neuen industriellen Revolution. Und er sagt, wir dürfen nicht stehen bleiben. Also er will da schnell vorankommen. Das ist genau das Denken, das auch die Kanzlerin leitet, deren Grundüberzeugung ja ist, dass die EU zusammenbleiben muss, dass sie wettbewerbsfähig bleiben muss. Und das mangelt es in vielen europäischen Staaten momentan an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Und das könnte eben ein Mittel sein, ein solches Abkommen abzuschließen, sich dieser Konkurrenz auszusetzen, um Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Es gibt natürlich andere, die das völlig anders bewerten und die sagen, dass die Standards im
sozialen Leben, in der Gesundheit, in der Umwelt abgesenkt werden. Deswegen war der Punkt wichtig, den wir auch jetzt gehört haben von der Kanzlerin, dass sie sagte, das wird nicht geschehen. Das wird man deutlicher zeigen müssen. Und wenn es wirklich nicht geschieht, ist das auch ein positiver Effekt, den die starke Kritik an dem Abkommen bisher gehabt hat, dass es nämlich den Europäern den Rücken gestärkt hat. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Europäische Union, die das verhandelt, kritisch auf die Kritiker schaut, sondern die Kritiker sind ja diejenigen, die die europäische Position stark machen, indem sie sagen, das geht nur durch, wenn das nicht drin steht, dass hier Chlorhühnchen verkauft werden, dass hier Genmais verkauft wird, sondern nur, wenn das draußen ist, haben wir hier überhaupt eine Chance, das Abkommen durchzubringen. Mit Zauberworten wie Hope und Change hat Barack Obama 2008 seinen Wahlkampf begonnen. Mit einem Yes, we can hat er sich trotzig gemeldet und gesagt, wir schaffen das. Herr Fröhlich, wie würden Sie denn die Bilanz der achtjährigen Regierungszeit von Barack Obama in 1,30 ziehen? In 1,30. Gemischt sagen die meisten. Ich würde dem durchaus zustimmen, aber eigentlich eher ins Positive gewandt. Einfach mit verbunden mit der Aussage, ich glaube, dass die Erwartungen von Anfang an zu hoch gewesen sind, zu groß gewesen sind an das, was er leisten kann. Das hat auch was damit zu tun, dass man eben oftmals die strukturellen Gegebenheiten und Bedingungen im amerikanischen System, auch in der Außenpolitik, vehement eben oder sehr stark unterschätzt. Der Kongress, auf den er vielleicht, das hat man ihm ja häufig zum Vorwurf gemacht, am Anfang nicht genügend zugegangen ist, insbesondere auf die Republikaner, der spielt nun mal eine gewichtige Rolle und er wird seit einigen Jahren schon nach relativ kurzer Zeit hat er die Mehrheit eben im Kongress verloren gehabt, bei den Midterm Elections, den sogenannten. Insofern war es ungleich schwieriger. Der zweite Punkt ist, man darf einfach nicht vergessen, mit welcher Bürde und mit welcher Last er angetreten ist und eigentlich von wegen der Glaubwürdigkeit, von der viele meinen, dass sie auf der Strecke geblieben ist. Der Präsident hat eigentlich das getan, was er angekündigt hat, nämlich er zieht sich zurück und dieses Amerika wird nicht immer die Führungsrolle übernehmen und innehaben. Und das hat er sehr deutlich gezeigt, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten. Wir vergessen immer, dass wir es mit diesem demokratischen Präsidenten durch und durch mit einem Realisten zu tun haben und mit einem Pragmatiker. War die Vorgängeradministration bei weitem idealistischer, ideologischer angehaucht, lassen Sie mich das so sagen. Insofern denke ich, die Bilanz ist gemischt. Es gibt die Erfolge ja durchaus auch. Iran verbucht er als einen Erfolg für sich. Kuba ist ein Erfolg gewesen. Syrien ihm vorzuwerfen oder vielleicht auch gar Libyen. Er hat Libyen ja hat sich selbst den Vorwurf gemacht. In einem Interview hat er eingeräumt, dass das eigentlich sein größter Fehler, außenpolitischer Fehler gewesen sei. Das ist schon erstaunlich. Er hat das aber so ausgedrückt, dass der Fehler darin bestanden hat, dass er den Europäern gewissermaßen das Feld überlassen hat. Bei dieser NATO-Intervention spricht den Briten und den Franzosen von deren eben sogenannten Konfliktmanagement nach der Intervention er nicht allzu viel gehalten hat. Das heißt, Libyen ist nach wie vor ein Desaster in einem katastrophalen Zustand und das wirft er sich und den Europäern gleichermaßen vor. Das ist die Bilanz vielleicht, kurz und knapp.